Man ist froh bei Lok Leipzig, dass jemand wie Thorsten Gracht an der Spitze des Vereins steht. Der 55-Jährige hat Stallgeruch und ist selber seit Jahren ein erfolgreicher Unternehmer. Mit ihm hat der Traditionsverein einen Macher als neuen Präsidenten. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Fundament. Wir haben einen schuldenfreien Verein, das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Wir haben viele Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht, sieht man ja auch im Hintergrund, wenn man die Tribüne sich anschaut, wenn man sich das Gelände anschaut. Also auch da sind wir weiterhin gut unterwegs, weil wir dann wollen natürlich auf der einen Seite Infrastruktur entwickeln, auf der anderen Seite wollen wir es natürlich vor allen Dingen sportlich weiterentwickeln. Das ist ganz, ganz entscheidend. Der zurückgetretene Präsident Thomas Löwe neben Kracht auf der Tribüne. Lokomotive Leipzig gegen Berliner AK heißt die erste Partie für den neuen Präsidenten. Seine Mannschaft im Angriff über Pfeffer Dombrova an dem Pfosten. Kracht hebt das noch nicht so richtig an, war eh abseits, sagt er. Aus der Perspektive ist das nicht zu erkennen, aber guter Auftakt für Lok. Die Berliner, zuletzt mit 1:8 von Jena verprügelt, wollen alles besser machen in diesem Spiel. Schneider lässt schon mal etwas aufblitzen davon. Leipzigs Trainer Schieber kämpft mit seiner Mannschaft gegen die Abschlussschwäche und das schon seit mehreren Spielen. Denn bei Lok sieht das meistens so aus. Alles gut, bis es darauf ankommt. Ciane Ogbidi. Sie haben Ladehemmung. Ciane hat vor kurzem seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Es geht weiter mit ihm und es geht weiter nur in eine Richtung. Sie wollen sich auch Selbstvertrauen holen für den Dienstag. Da spielt Lok zu Hause gegen Zwickau im Sachsenpokal-Halbfinale. Ogbidi, Pfeffer, der ist an vielen Aktionen beteiligt. Und dann ist es ungeordnet und Dombrova bringt Ordnung hinein. Zwick im Backtor, der stärkste Berliner bislang. Die letzte Chance vor der Pause, auch die hat wieder Lok, Ogbidi, Dombrova und Zwick mit den Fingerspitzen. Kracht leidet, aber das ist nichts gegen die Leidensfähigkeit, die er als Präsident haben muss. Es entwickelt sich viel beim Traditionsverein, überall Baustellen. Rein sportlich wollen sie weiter den Nachwuchs stärken und seriös neue Ziele angehen. Im sportlichen Bereich wissen und wollen wir natürlich die Mannschaft zum großen Teil zusammenhalten. Das ist unser Ziel, also Almens Ziel und auch meins. Wollen uns natürlich auf der einen oder anderen Position noch verstärken. Wissen, dass das natürlich immer nicht ganz einfach ist, weil das Budget dafür, das weiß auch jeder natürlich nicht eins ist, wo wir im oberen Drittel sind. Aber das ist das Schöne im Fußball, man kann halt auch mit etwas bescheideneren Mitteln trotzdem ganz oben mitspielen. Die Zeit der großen Sprüche ist schon länger vorbei. Krachts Vorgänger Löwe hat die Lokomotive auf solide Gleise gesetzt. So soll es weitergehen. Gegen Back ging es auch so weiter, aber eben auch ohne Tore Sascha Pfeffer. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was nun folgt. Ciane läuft an, Pfeffer folgt. Sie zwingen den Gegner zum Fehler, der nun kommt. Ogbidi. Ogbidi! Boah! Das ist hart. Das war eine hundertprozentige. Der Präsident leidet. Aber es gibt noch die Steigerung dazu. Wieder gepflegter Spielaufbau. Ogbidi setzt sich durch. Ogbidi, Ciane. Das war die 110-prozentige. Da hat sogar Bugswick Mitleid. Und auch wenn es hart ist für Ciane, die Zeitlupen sind da und werden deswegen auch gezeigt. Jamal Ciane im Training macht er die mit links und 40 Fieber. Zwicks Trost tröstet nicht, aber noch ist auch nicht Schluss. Noch 10 Minuten. Sie stecken nicht auf, wollen dieses eine Tor zum Sieg. Back im zweiten Durchgang ohne jede Chance. Fufak, Ciane. 16 Mal hat er diese Saison schon getroffen. In dem Spiel hat der Junge irgendwas am Schuh. Die Nachspielzeit. Grimm. Sucht Ciane. Und jetzt hat er es geschafft mit dem Kopf. Der Ball liegt im Netz tatsächlich. Und das Tor hat sich Jamal Ciane aber so richtig erarbeitet. Er hat nie aufgegeben und das war stark. Dranbleiben, das zahlt sich dann halt aus. Und im Spiel geht halt 90 Minuten, haue ich auch was ins Phrasenschwein rein. Aber ja, ein bisschen eine Träne im Auge und mit dem anderen kann ich lachen so. Ja, Tor ist Tor und wir haben das Ding gewonnen und ich glaube auch verdient gewonnen. Hätten es höher gewinnen müssen, das steht außer Frage. Dafür war ich verantwortlich und ja.
Mann, du! Es hat ja doch noch geklappt mit dem Sieg. 1:0 gegen den Berliner AK zur Premiere als Präsident. Thorsten Kracht, grau ist er eh schon. Hauptsache gewonnen.